Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac, Rebirth in der God Mode. Und wir haben letztes Mal mit Xaphan? Haben wir Xaphan gespielt? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, wir haben Xaphan gespielt. Das heißt, wir wollten diesmal Gitchen spielen, wenn ich mich recht entsinne. Gestern kam ja leider keine Folge, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Und da wurde ich angeschrieben, aber ist egal. Und ja, Gitchen hat von Anfang an die Sojamilch, wie wir sehen, aber damit die Sojamilch ein bisschen besser ist, hat er sogar diese netten kleinen lilanen Kugeln. Ist das nicht toll? Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Gegner treffen, weil diese Kugeln verfolgen die Gegner. Ja, ich habe gerade vergessen, wie die Tränen heißen. Hat man bestimmt nicht gemerkt, dass ich das vergessen habe, oder? Oh, guck mal, so ein Quartershot ist natürlich auch geil. Haben wir sonst noch irgendwas? Wir haben noch Rage Up Dingsbums. Ja, dieser Bluttropfen. Haben wir ein Lebensupgrade noch mehr und wir haben Dollar-Dingsbums. Das heißt, umso mehr Geld wir haben, desto stärker werden wir. Da wäre der Löwe, den brauchen wir eigentlich nicht, aber den Schlüssel würde ich allerdings schon gerne mitnehmen. Deswegen mache ich das auch. Das heißt, wir werden stärker, umso mehr Geld wir haben. Okay, das können wir uns auch zunutze machen und so ein Quarter-Shot ist schon recht nice. Guck mal, da machen wir doch gleich viel mehr Schaden oder so, eventuell. Okay, Gitchen, kriegen wir hin. Gitchen, der Moneymaker. Yeah. Gut, das heißt aber, wir dürfen auch gar nicht mal so viel Geld ausgeben, weil wir wollen natürlich stärker werden, wenn wir schon diese Brille haben. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel das ausmacht, aber es macht wahrscheinlich schon ein bisschen aus, würde ich mal sagen. Wenn man 99 Münzen hat, oder? Ja, ich glaube schon. Also wir sparen auf jeden Fall ein bisschen Geld. Und wenn wir dann irgendwann mal 99 Münzen haben und immer noch Geld auf der Ebene ist, dann können wir mal überlegen, ob wir was ausgeben wollen. Aber davor eher noch nicht. Und deswegen brauchen wir auch gar nicht erst in den Shop reinzugucken. Weil das wird uns sowieso nur dazu verführen, irgendwas zu kaufen. Von daher brauchen wir nicht. So. Gut, goldenen Raum waren wir schon. Okay, dann können wir gleich zu unserem Boss gehen. Gertie Junior. Aber nur einer, oder? Okay, nur einer. Unser Schaden ist aber wirklich nicht so schlecht. Dafür, dass wir so wenig Schaden machen. Ja, doch, das... Das geht eigentlich. Also können schlimmer sein. Und die Tränen treffen halt besser durch diesen Verfolgungseffekt. Ich habe leider immer noch keine Ahnung, wie der heißt. Diesen Magician-Effekt, ja. Nennen wir ihn einfach Magician-Effekt. Das passt bestimmt. Wir sind ein Magier. Gitchen ist ein Magier. Ein Money-Magier. Ein sogenannter Money-Magier. Und wir drücken ihn hier gut weg, dass er gar nicht erst an uns rankommt. Das war schön. Okay. Kriegen sogar noch einen Damage-Up und Shot-Speed-Up. Das bringt uns jetzt zwar nicht so viel, aber oh, wir schießen, glaube ich, sogar wirklich ein bisschen schneller. Ist ganz nett eigentlich. Blutlast. Blutlast heißt das. Blattlast. Dieses eine Ding, das wir haben. Genau. Die blutende Lust. Die haben wir auch noch. Und einfach nur, weil ich ein bisschen mehr Geld haben möchte, gehe ich nochmal kurz in den hier Raum rein hier. In, was? In den Raum hier rein. Wollte ich sagen. Und hoffentlich gibt er uns ein bisschen Geld. Er ist zumindest gelblich, aber er hat uns kein Geld gegeben. Oh. Ich will doch nur Geld. Ich will ein bisschen stärker werden. Wir haben keine Bombe. Wir könnten uns eine Bombe kaufen. Ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Aber das hier ist wahrscheinlich gar kein Shop, oder? Doch. Okay, kriegen zumindest den Schlüssel wieder. Eine Münze spende ich mal, damit das bei 65 ist. Oh nein, jetzt sind wir viel schwächer geworden. Bestimmt wegen dieser einen Münze. Oh nein. Ist das eigentlich so? Bei dieser Brille? Pro Münze wird man stärker oder erst pro 5 Münzen oder sowas? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weil sonst hätten wir jetzt vielleicht wirklich guten Schaden abgegeben. Wenn wir jetzt eine Münze deswegen, wegen einer Münze weniger Schaden machen. Also so richtig viel mehr Schaden, weniger Schaden. Wenn wir jetzt nämlich, wenn die Brille nur alle, weiß ich nicht, 5 Münzen oder so, einen Schaden gibt und wir jetzt eine Münze weggegeben haben, dann fehlt uns genau eine Münze, damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Aber mir gefällt gerade unser Rückschluss richtig gut. Der wird wahrscheinlich bei einigen Gegnern auch richtig blöd sein, aber bisher gefällt mir das. Ja doch, auch doch. Der Rückschuss gefällt mir. Oh ja, der ist schön. Ah, so lässt sich das leben, Leute. Mit so einem Rückstoß. Yeah. Gut, noch ein paar Herzen, die werden wir auch brauchen, weil wir natürlich gleich erstmal den Devil Room haben wollen. Und da dürfen wir natürlich keine roten Leben verlieren. Sieht aber gerade gut aus, dass wir da durchkommen, ohne wirklich Leben zu verlieren. Werden sogar noch ein bisschen stärker. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie groß unsere Sojamilch-Tränen am Ende sind.
Können die überhaupt größer werden? Ja, ich glaube schon. Oh, wie nice das wäre, wenn man einfach so richtig schnell schießen könnte wegen der Sojamilch und dann die Tränen auch noch so richtig groß hat. Wie nice wäre das bitte? So. Wenn die Tränen so groß sind wie von diesem Typen hier gerade. In den Shop gucke ich gar nicht erst rein. Da haben wir schon den Boss. Waren wir schon im goldenen Raum? Nein. Gut, wir müssen gleich nochmal in den goldenen Raum rein. Wir könnten aber auch erst zum Boss gehen. Ist die Frage, ob wir den halt gut besiegen können, wenn wir... Ach Gott. Ja, gut, ich warte kurz. Ob wir den gut besiegen können, wenn wir noch nicht im goldenen Raum waren. Ich hasse solche Räume. Die verbrauchen einfach richtig viel Zeit. Und wegen unserem Rückstoß treffen wir die jetzt noch seltener. Los, komm her jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf euch. Und wir haben keine Bomben. Das heißt, wir können auch hier die Steine nicht wegspringen. Ha, komm her jetzt. Gut, der erste ist weg. Zweiter weg. Willst du kommen? Okay, danke. Oh nein, wir haben ihn an die Wand ran geschubst. Hi. Oh, den konnte man sogar treffen. Ah, nice. Okay, so geht's schneller. Komm her. Komm jetzt her. Oh Gott. Wir vertrödeln gerade so viel Zeit in diesem Raum. Das ist unfassbar. Oh, wie viele Leben hat denn das Ding? Du. Ja, auf jeden Fall ein hübscher Krug hier. Oh, du bist auch hübsch. Und dieser Scheißhaufen. Also irgendwie, der Raum ist ganz schön hübsch eingerichtet. Was haben wir hier sonst noch so? Oh, eine Tür. Da würde ich gerne durch. Hm. Aber der Gegner lässt uns nicht. Okay, danke. Ha. Für sowas braucht man Bomben. Ja. Dafür braucht man Bomben. Aber geht schon, finde ich, bisher eigentlich ganz nett. So, was haben wir hier? Okay, ein weißes Herz. Ist soweit ganz cool eigentlich. So, die irgendwie mal töten, ohne am besten Leben zu verlieren. Komm schon, danke. Kriegen sogar noch einen Schlüssel, sogar zwei. Sehr gut. Und Libra? Libra, warte. Libra ist gut. Sojamilch mit Libra ist richtig... Oh, das holen wir uns auf jeden Fall. Warte. Wir holen uns erstmal das weiße Herz. Weißes Herz holen. Habt ihr das gesehen? Das weiße Herz ist so komisch hochgeflogen. Das ist auch neu. Das tat es früher nie. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie stark wir jetzt werden. Bei Libra balance ja alles. Wir haben auch ein paar Bomben und so bekommen. Und unser Schaden ist auf jeden Fall höher gegangen. Wir können immer noch ziemlich gut schießen. Also ziemlich schnell. Okay, das ist nett. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir den schwarzen Magneten haben? Der ist ab und zu richtig blöd, aber ich nehme ihn mal mit. Aus dem zweiten Grund, dass wir hier sowieso ran wollen. An die Kiste. Die Safety Cap. Okay. Und das Headless Baby Ding nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay. Das war doch ein netter Raum. Haben wir jetzt alles mitgenommen? Ja. Okay. Haben gut viel mehr Schaden. Und die Gegner werden jetzt an uns rangezogen. Beziehungsweise an unsere Tränen rangezogen. Weil wir diesen schwarzen Magneten haben. Das kann ein bisschen blöd werden. Aber ich glaube, das sollte trotzdem passen. Wir haben auch ein paar Bomben. Wir können uns zwei Münzen holen. Lohnt sich aber wahrscheinlich nicht. Und wir sind auf jeden Fall stärker geworden. Jetzt ist die Frage, ob wir eventuell diese... Ja, komm. Ja, schau mal. Eine Telepille. Aha. Das hat's ja gebracht. Gut, haben wir ein bisschen weniger Schaden, aber... Sollte uns nichts ausmachen. Und dann waren wir viel zu lange in dieser Ebene. Wow. Okay. Hi, Monstro. Okay, Monstro kann blöd werden mit diesen... Oh, ich hasse diesen schwarzen Magnet. Ich hasse ihn. Ah, wieso habe ich ihn mitgenommen? Dadurch... Ihr seht das ja selber. Die Gegner sind dadurch nicht mehr so berechenbar, wie sie sonst wären. Und das ist nicht toll. Die bewegen sich dadurch viel blöder und man kann ihnen schlechter ausweichen. Aber okay. Jetzt haben wir es mitgenommen. Jetzt müssen wir damit leben. Thanks! Thanks for that all stuff. Boah, wie das einfach über den ganzen Raum geht. Das ist unglaublich. Und wir kriegen zwei Gabi-Items. Zwei Stück.
Nehmen wir natürlich beides mit. Und jetzt ist die Frage, Hure von Babylon, das hätten wir dann auch sofort den Effekt. Oder die Kohle. Ich glaube, ich nehme Hure von Babylon mit. Ja, das wird besser sein. Und ja. So, jetzt haben wir auch noch die Gabi Power dabei. Das heißt, wenn wir irgendwie zu viele Leben verlieren sollten, dann können wir auf jeden Fall auch unser eines rotes Herz in blaue Herzen verwandeln. Und wir sind die Hure von Babylon. Sind zwar jetzt nicht viel stärker geworden, aber zumindest ein bisschen. Au. So. Okay, noch ein bisschen Geld. Jedes Geldstück macht uns stärker. Ha, 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 ho, ho. Wir werden immer einflussreicher, umso mehr Geld wir haben. So, dann können wir nämlich die ganzen Monster und die ganzen Geheimräume und überhaupt alles können wir dann bestechen. Man braucht einfach nur genug Geld. So, da hätten wir schon den Boss. Ich will aber noch gar nicht zum Boss. Ich will erstmal zum... Ah, nee, Hilfe. Oh Gott, da sind Gegner drin. Oh, das ist ja gemeingefährlich hier. Ich will erstmal in den goldenen Raum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse das, wenn da Gegner drin sind. Okay, wir verlieren gerade gut Leben. Das ist schön. Ich mag es, gut Leben zu verlieren. Weil gute Leben zu verlieren ist das Beste. Aber wir werden wenigstens immer stärker, sobald wir getroffen werden, wegen unserer Blutlust. Oder Bloody Lust. Heißt sie Bloody Lust oder Blattlast? Egal. Komm her, komm her, komm her, ich will dich öffnen. Komm her, du kleine Kiste. Okay, geht nicht. Schade. Ah, wir können in den Challenge-Raum was... Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hätte ja Gabi drin sein können. Dann wären wir einfach Gabi gewesen. Das wäre ja ganz schön gewesen. Oh, unser Schaden ist aber echt okay. Also können schlimmer sein. Da, noch mehr Geld. Immer stärker werden. Ich mag es, stärker zu werden. Oh nein. Gut, da ist jemand in meinem TS drin. Und fort angerufen. Okay. Das kommt davon, wenn man sich im TS nicht mutet. Also ich war gemutet, aber ich war nicht mein was? Ich konnte halt die anderen trotzdem noch hören. Und das Fass ist explodiert, ohne die Steine aufzusprengen. Na, danke. Danke, sehr nett. Fass, sehr nett von dir, dass du einfach in die Luft sprengst, ohne irgendwas in die Luft zu sprengen. Na, guck mal, wir haben einen neuen Begleiter, eine Batterie. Süß. Süß, süß, süß. Ja, ein Damage-Up. Meins. Danke. Sind wir jetzt... Nee, ihr seht das schon. Wir sind nicht mal einen Strich stärker geworden dadurch. Yay. Hä, wir können sofort wieder einsetzen? Achso, da war eine Batterie. Okay. Okay, 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 okay. Wir wussten schon, wo der Boss ist, oder? Das heißt, wir können gleich schon zum Boss gehen. Ich wüsste nicht, was wir hier noch machen sollen, außer vielleicht ein bisschen Geld sammeln. Aber nicht mal das bräuchten wir eigentlich. Eventuell den Stachelraum, aber pff. Pow. Und nochmal. Pow. Jetzt kriegen wir hier Schönes. Vielleicht haben wir da irgendwas. Nee, nur die nächste Ebene. Schade, hätte aber auch ein Schwarzmarkt sein können. Leider nicht. Okay, gehen wir zum Boss. Zahask. Mal zwei und noch irgendein anderer Typ. Oh gosh. Au. Ah, diese ganzen Fliegen. Okay, das wird schlimm. Das wird richtig schlimm. Oh, wir werden sterben. Oh, wir sterben hier gerade. Oh, nee. Oh, die, oh, die, oh, die, oh, die. Moment, erstmal hier alles töten. Oh, okay, wir sterben halt wirklich. Ah, das ist ja nett. Sterben macht bestimmt Spaß. Ja, aber noch haben wir kein rotes Herz verloren. Also wir haben immer noch die Chance, wenn wir jetzt nicht noch irgendwie doof getroffen werden. Okay. Auf dem Devil Deal haben wir allerdings nicht bekommen. Aber ein All-Stats-Up immerhin und ganz viel Geld. Aber so richtig viel Geld. Nice. Okay. All-Stats-Up. Okay, ich möchte jetzt ehrlich gesagt doch nochmal in den Shop rein. Oh, wir sind so richtig groß. Und haben dadurch nur einen Strich mehr Schaden bekommen. Blödes Libra gleicht immer alles aus. Oh Gott. Wir müssten eigentlich jetzt schon richtig den Schaden machen. Aber okay. Ist nicht weiter tragisch. Wir kriegen noch einen Damage-Up. Steven, hi. Hat auch... Passt auf. Wir haben normal 3 Schaden. Jetzt haben wir 4. Wir haben aber auf dieser Ebene... Max Head... Nee, wie heißt er hier? Heißt er Max Head? Tami's Head? Tami's Head gefunden. Tami? Hieß der hier Tami? Oh Gott, ich bin verwirrt. Auf jeden Fall diesen Kopf, der uns heftigen Damage abmacht. Und
Steven gefunden, was auch ein heftiges Damage-Up ist. Und wir haben nur einen Strich mehr bekommen. Und dazu ist noch unsere Bloody Last voll. Also eigentlich müssten wir jetzt vollen Schaden haben mit jedem anderen Charakter. Ohne Libra hätten wir schon vollen Schaden. Aber okay. Das ist ja nicht weiter tragisch. Und da das die Poison Touch ist. Ah, genau. Und zwar hat die Poison Touch macht in dieser God-Mode ein Lebensupgrade mehr. Das ist recht geil, möchte ich mal sagen. Und das wusste ich nämlich auch nicht, aber das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben gehabt, weil ich habe mich ja neulich im letzten Run, kann sogar im letzten Run gewesen sein, da hatte ich ja auch eine Poison Touch mitgenommen und irgendwann hatte ich ja ein Leben mehr und ich habe mich gewundert, warum ich ein Leben mehr hatte. Und in dieser Mod ist das nämlich so, dass die Poison Touch Spritze einen ein Leben mehr gibt. Geil, oder? Ich finde das auch toll. Ich finde das super. Oh, nice. Hi. Hi, wollt ihr sterben, ohne mich zu treffen? Das wäre nett. Der 3-Dollar-Bill. Möchte ich, ehrlich gesagt, gar nicht mal so gerne mitnehmen. Aber vielleicht ja doch. Ah, ich bin schon wieder... Will ich das mitnehmen oder nicht? Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir werden ein Leben verlieren. Ist uns aber egal. Für penetrative Shots, das ist es uns wert. Okay, und wir sind Gabi. Wir sind Gabi, das ist sehr schön. Zwar sehen wir nicht so süß aus wie Gabi, aber wir sind Gabi. Und 3 Dollar benehmen wir einfach auch mal mit. Warum nicht? Okay. Cool. Cool, cool. Cool, 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 cool. Mir gefällt das. Ja, gefällt mir. Und wir haben 3 Leben. Und, oh nein, wir haben Proptosis-Dinger. Oh nee. Wieso das denn? Auf jeden Fall kriegen wir jetzt schön viele Fliegen, dadurch, dass wir die Gegner töten. Den 3-Dollar-Bill hätten wir vielleicht nicht mitnehmen sollen, aber... Und... Ja, wie gesagt, wir können fliegen. Wir haben... Wir produzieren ganz viele Fliegen. Und... Was noch? Noch was. Ich hab's vergessen. Ist auch egal. Bouncy Tears. Ja, nehme ich. Danke. So, mir ist meine Brille jetzt mal ein bisschen egal. Wir machen ja sowieso schon genug Schaden. Deswegen spenden wir mal lieber. Wir müssen ja irgendwann mal hier mehr Items bekommen im Shop. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn wir Glück haben, dann können wir sogar unser ganzes Geld spenden, dass wir auf 100 Münzen kommen. Und ich glaube, bei 100 Münzen wird sogar Shop Level 2 freigeschalten, oder? 5, 4, 3, 2. Oh, das war so klar. Es war sowas von klar. Okay, ah, genau, wir haben noch diese penetrativen Shots. Die sind auch richtig gut. Dadurch können wir nämlich einfach überall durchschießen. Durch Steine und so. Das heißt, wir können uns dann über Steine begeben und trotzdem die Gegner besiegen. Das ist ganz cool. Oha. Und das Gute ist, dass die Gegner halt sterben, bevor sie uns treffen. Wollte ich gerade sagen. Und genau dann trifft uns einer. Au. Oh, diese... Die fliegen einfach über die ganze Map. Pschu, wegen diesem Wabba-Zeug. Bau, 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 bau. Bautzi, bautzi, bautzi. Okay, wir brauchen ja nicht mehr. Was, ein Engel? Ein Engel als Boss? Okay, geil. Hi. Gibst du uns dann auch ein Engels-Item? Nö. Aber Geld. Gut, Geld. Habe ich auch nichts gegen. So. Haben wir hier zweimal Krampus. Auch interessant. Die sind recht schnell gestorben. Wie viel braucht das in dieser Mod? 3 Aufladungen? Nö. Die Kohle wäre mir lieber gewesen. Können wir noch irgendwas machen? Wir waren im goldenen Raum, wir waren im Shop. Nö. Können wir weiter runtergehen. Wie oft werden wir auch Gabi werden in dieser Mod? Das ist unbelievable. Unfassbar ist das. Oh, ein Damage-Up. Mal gucken, wir haben 4 Schaden. Macht das dann auch ein Damage-Up bei uns? Jetzt hat... Oh ja, oha. Warum ist das... Was? Als ob das so ein heftiges Damage-Up wäre. Hä, wir haben immer noch Libra. Hä, das verstehe ich gerade nicht. Warum? Wir hatten... Hä? Wir haben 2 Striche mehr Schaden durch ein Item. Nee, nee, nee. Als wenn... Dieser Pack macht doch nicht so viel Damage ab. Oder war das... Nee, war nicht durch unser 3-Dollar-Bill. Echt nicht? Okay, das wundert mich gerade. Dass das so ein heftiges Damage ab ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hä, echt? Erklärt mal bitte. Ihr wisst da mehr Bescheid als ich. Eine Telepille, ja, können wir mal mitnehmen. Au. Bleib hier. Hier schönes. Oh ja, nehmen wir mit. Was ist das da oben? Hä, nochmal? Ach, Toxic Blood. Okay, wenn wir jetzt getroffen werden, dann haben wir noch eine Blutspur hinter uns, die wir sowieso schon haben, dank
unserem Begleiter, aber gut. Gut. Ja, kann man mitnehmen. So. Und zu denen sehen wir jetzt. Das passt zu unserer Wütigkeit. Ja, dieses Blut an unserer Wange. Das untermalt nochmal, dass wir wütend sind und mit uns nicht zu spaßen ist. Okay, unser Schaden ist sowas von gut. Und wenn wir mal was nicht treffen... Oh nein, jetzt können wir doch nicht mehr da durchschießen, weil es zurückbounced. Oh nee, ich mach meine ganzen Kombos hier kaputt. Na, egal. Wir treffen ja trotzdem irgendwie irgendwas irgendwann. Judgment, yo. Nee, doch nicht. Oh, hi, Chubb, mal zwei. Ach, du warst jetzt aber schnell tot, Chubb, mal zwei. Noch ein Evil ab. Ein paar Bombis nehme ich gerne mit. Was haben wir hier? Das Pentagramm. So, so. Und wir kriegen auch irgendwie jedes Mal das Dry Baby. Das finde ich auch recht cool. So. Hä, wir haben jetzt schon vollen Schaden? Dann haben wir jetzt noch mehr als vollen Schaden. So, das Humble Bundle nehmen wir auch nochmal mit. Oder Contract from Below, was auch immer. Und tschüss. Wir hätten das letzte Ghost Baby vielleicht auch noch mitnehmen sollen, weil dann wieder der Hure von Babylon-Effekt da wäre. Aber wir haben auch so schon genug Schaden. Hey, du, das passt alles. So. Was bist du? Rage Down. Oh nein, unsere Wabba-Dinger. Die bouncen dann nicht mehr so heftig. Das Schöne ist halt, wenn man auf dem Hinweg nicht trifft, mit seinen... Oh Gott. Mit seinen Tränen, dann treffen die einfach woanders. Au, ey. Uncool. Gib mir die Münze. Okay, okay, okay. Sind wir noch schnell genug? Nee. Sei denn, wir kommen jetzt richtig schnell zum Boss, aber das denke ich mal nicht. Ah, in 50 Sekunden. Wenn wir Glück haben, dann ist er hier unten. Nö. Telepille, The Emperor. The Emperor, warte. Okay, gut, 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 gut. Komm her. Schnell, 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 schneller. 30 Sekunden haben wir Zeit. Sollten wir es schaffen. Okay, wir können sogar noch in den Challenge-Raum. In den... Ich hab den letztes Mal auch schon Challenge-Raum genannt. Oh. Oh nee, wir können wir nicht raus. Oh, oh. Okay, was nehmen wir noch mit? The Wafer? Nehmen wir The Wafer mit? The Wafer ist gut, aber ist es auch schön? Ah, Mann. Damit die ganzen Items weg sind. Sonst nehme ich gleich irgendwas Blödes mit, aber sonst hätte ich hier jetzt richtig viele Leben verloren. Okay, ich glaube aber, das wird gar nicht mal so lange dauern, denn unser Schaden ist Maximum. Maximum. Und die bouncen hier halt überall rum. Selbst wenn wir die Gegner treffen, baut das sogar rum, oder? Oh, neuen Lebensitem, auch sehr schön. Oh, das ist ja richtig angenehm. Geilo. Geil. Okay, ich bleib hier. Ist klar. Habt ihr das gesehen? Ja, habt ihr. Hoffe ich doch. Das sah ja richtig bescheuert aus. Was ist hier los? Nehmen wir mal das. Oh, Nekropolis haben wir geanlagt. Warum das denn? Keine Ahnung, aber wir haben's. Boah, und wir werden stärker, wenn wir noch ein paar Mal getroffen werden. Voll der Remix hier. Guck mal unsere ganzen Fliegen an. Das sind einfach Milliarden. Aua, jetzt nicht mehr. Aber es waren eben Milliarden. Cool, dann können wir sogar mal den Bosswasch ganz zu Ende machen. Müssen wir sowieso. Wir müssen ja eigentlich mit jedem Charakter nochmal den Bosswasch machen. Fällt mir gerade so ein. Hä? Cool, nochmal das neue Lebensitem. Gib her. Haben wir 19 Leben. Wird das eigentlich zählen, wenn man zweimal das neue Lebensitem aufsammelt als ein Katzenitem? Das heißt, wenn man dreimal das neue Lebensitem aufsammelt, würde man dann auch zu Gabi werden. Das wäre auch mal gut zu wissen. Samson Chains. Ach, das war's schon. Und noch eine Poison Touch. Hä? Unsere zweite Poison Touch. Okay. Was auch immer. Ist mir egal. Guck mal, jetzt ist ja sogar... Ach stimmt, weil wir den Dings aufgesammelt haben. Den Goat Head. Ja, komm. Brother Bobby. Wir befreien dich. Wir sind mal so nett. Geilo. Das ging ja richtig schnell. Warte, wir sind ungefähr bei 20 da reingegangen und sind fertig nach 1,5 Minuten danach. Und sind mit 18 Leben mehr da rausgegangen. GG, ich glaube, das ist gewonnen, das Spiel. Oder? Was meint ihr? Ich weiß ja nicht. Guck mal, wir haben sogar zwei Katzenköpfe hinter uns. Ach, das ist schön. Haben wir noch Brother Bobby befreit.
haben noch The Wafer. Das heißt, wir kriegen jetzt hier sogar nur halben Schaden. Oh Gott. Was will diese Ebene noch gegen uns tun? Ich weiß es nicht. Komm, wir setzen einfach mal The Sun ein, damit wir sehen, wo alles ist. Ja. Ein Fliegen-Item. Möchte ich nicht mitnehmen, weil es ein Special-Item ist. Obwohl, ah doch, nehmen wir mit. Warum nicht? 12 Diamonds, okay, werden wir sogar nochmal stärker wegen unserer Brille. Hat auch was. Ja, geil. Gut, wir haben gleich volle Münzen. Ist auch recht nett. Wir haben immer noch volle Leben. Wo ist der Boss? Da unten. Oh, eine Pile, die wir noch nicht kennen. Doch, eine Lackerpille, okay. Okay. Wollen wir es diesmal mitnehmen? Ist eigentlich egal, ob wir es mitnehmen oder nicht, deswegen. Okay, nehmen wir Bob Swain diesmal mit. Mal gucken, ob wir dadurch jetzt verlieren oder nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall habe ich meine Pille da liegen lassen. Egal. Was brauche ich auch? Eine Teleportationspille? Brauche ich nicht. Oh ja. Shielded Tears. So viele Tränen und dann sind die auch noch geschielt. Oh Gott. Okay. Die Gegner können uns gar nicht mehr treffen. Auf jeden Fall nicht mit Projektilen. Oha. Ja gut. Was haben wir da? Komm mal her. Bad Trip. Oh. Das geht auch? Okay. Was haben wir hier? Schönes PhD. Ja, können wir gerne mitnehmen. PhD ist ein sehr schönes Item, denn dadurch kriegt man nur noch gute Pillen. Und da war sogar eine Teleportationspille, aber wir haben auch eine Bolzer-Steel-Pille bekommen. Yay. Die werden wir zwar höchstwahrscheinlich nicht brauchen, aber wir nehmen sie trotzdem mal vorsichtshalber mit. Noch eine Okay, zwei Bolzer-Steel-Pillen, warum nicht? Und Pin oder was? Jo, hi. Was? Ich habe Pin gar nicht gesehen. Oh, noch ein Lebensupgrade. Geilo. Ich nehme mal das Sun mit, damit wir sehen, wo wir in der nächsten Ebene hingehen müssen. Plup, 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 plup. Und hallo Skolix. Wie cool, der hat so ein Looping gemacht. Voll der coole. Skolix, du bist cool. Voll cool drauf, der Typ. Und ja, komm. Sister Maggie. Hatten wir Sister Maggie nicht schon? Wir haben voll viele Begleiter. Ist schon cool irgendwie. Aber schade, dass wir jetzt schon wieder in der letzten Ebene sind. Komm, setz einmal The Sun ein. Wo müssen wir denn hin? Da oben. Das heißt, wir müssen... Ich sehe das nicht wegen dem Feuer. Kann man da auch so hin? Ja, kann man tatsächlich. Ja, schade, dass wir halt noch nicht Polaroid und so freischalten können. Aber das ist ja dann, glaube ich, jetzt das... Das dritte Mal, dass wir dann Mutters Herz besiegt haben. Ja. Dritte Mal. Fehlt also dann nur noch 7 Mal. Ah, eigentlich schade. Man wird so richtig OP und dann ist hier nach schon Schluss. Oh, wir haben Curse of the Unknown, oder was? Book of Sin. Auf mich zu schießen. Soldat. Oh, Brimston. Brimston und Gabi. Und Gabis Hairball. Oha, okay, ja. Spirit of the Night. Okay, ja, interessant. Gehen wir aber weiter runter. Ist egal. Wir hätten eben schon beenden können. Oh, Fight the Baby. Und The Coat Hanger. Oh, den hatten wir noch nicht. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Brimston und Gabi ist sowieso eine der geilsten Formen, die es überhaupt gibt. Und unser Brimston teilt sich irgendwie so auf. Was? Ach ja, weil wir Quartershot haben. Da machen wir nochmal vierfachen Schaden. Und dazu haben wir noch diesen Löffel. Das heißt, wir haben Homing Shots. Homing Shots, so ist das. Aha. Yo!
Hätten wir mal Tammy's Head mitgenommen. Damals. Wir hatten... wir hatten Tammy's Head ja schon mal. Wie witzig das aussieht. Party! Oh nein, ich will nochmal Tammy's Head. Komm schon, gib mir nochmal Tammy's Head. Ich begehre Tammy's Head. Ich will Tammy's Head haben. Okay. Okay, dafür, dass wir Brimstone haben, machen wir aber eigentlich... Oh, unser Schaden ist voll weit runtergegangen. Warum das denn jetzt? Egal. Wahrscheinlich wegen Brimstone. Hä, ist Brimstone Damage down? Oder haben wir da irgendwas anderes eingesammelt, was richtig schlecht war? Ich weiß es nicht. Eigentlich sollten wir voll stark sein. Naja... Ich glaube, ohne Bimsen werden wir hier stärker. Aber ich muss den Bimsen nicht mal aufladen. Guck mal, wie schnell der fertig ist. Okay, machen wir halt Schaden mit unseren Fliegen. Ist das eben unser primärer Schaden? Der Bimsen ist auch irgendwie richtig laut. Sieht aber so saugeil aus, wenn er sich so aufteilt. Das mag ich. Okay. Hallo, so Fallen. Hä? Müsstest du nicht Satan sein? Hä? Was haben wir da eingesammelt? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Man versteht ja gar nichts mehr wegen diesem Brimsten, oh mein Gott! Au. War das laut? Ja, okay, dann beenden wir halt hier. Ach so, stimmt. Blood Rites? Oh, okay, oh, gut, dass wir nochmal weitergehen. Stimmt, wir schalten ja neue Sachen frei, umso weiter wir gehen. Von daher, wir sollten dann auch mit den anderen Charakteren, wenn wir OP genug sind, auf jeden Fall weitergehen. Okay. Wollen wir? Ja, wollen wir. Haben wir noch ein Leben mehr? 22 Leben. Das ist auch schön. Nehmen wir dich auch noch mit. So ein Autotür wird das auch immer schön. Und wir gehen in die nächste Ebene. Was genau dieselbe Ebene eigentlich ist. Aber egal. Kriegen wir hier nochmal neue Items. Das ist auch alles schön. Poison Tavage ist auch immer gut. Plupp. Ja gut, jetzt haben wir nicht mehr so viele Leben, aber egal. Grün? Achso, wegen Poison Damage. Okay, ja klar. Du, easy, viel zu einfach hier. Oh ja, Lieblingsgegner mit Brimstone und allen möglichen Krabs hier. Alles, was so richtig schnell stirbt, ist toll. Mag ich, gefällt mir. Aber dass man nichts versteht, ist hoffentlich nicht so schlimm. Der Brimstone ist halt so richtig laut. Werden wir jetzt endlich mal stärker? Nee. Wir müssen uns ein paar Mal treffen lassen, damit wir stärker werden. Aber gut. Hey! Das ist ja auch ein sehr netter Raum, wenn man nicht fliegen könnte. Dann ist hier echt alles voll. Da kann man ja gar nicht, nirgendwo mehr hingehen. Also wenn man nicht fliegen kann, dann ist so ein Raum echt der Untergang. Aber dann, wenn man hier noch nicht fliegen kann, dann hat man auch dafür irgendwas falsch gemacht. Oder hat einfach richtig viel Pech.
Alles klar. Ei. Hä? Boss? Sag bloß, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Nee, oder? Komm schon, Boss. Was soll das? Okay, dann müssten wir eventuell unseren zweiten Schlüssel finden, sonst können wir das hier nicht abschließen. Und wenn ich das nicht abschließe, dann ist mein Windspec weg. Wegen einem Bug. Das wäre nicht so cool. Alter, weil die beiden... Ah, man kommt da gar nicht weg. Wenn zwei dieser Dinger dich anziehen, dann kommt man nicht mehr weg. Ist heftig. Ja gut, das heißt aber, wir müssen jetzt den Geheimraum finden, oder was? Wir müssen den Geheimraum finden und hoffen, dass da der zweite Schlüssel drin ist. Ist die Frage, wo der sein kann. Naja, Bomben haben wir zumindest genug, also wir können überall nachgucken, wo der Geheimraum sein könnte. Tja. Mein Laser ist viel cooler als deiner, weil das nämlich grün. Ja, gut, dann können wir jetzt mal anfangen zu suchen. Also da kann er sein. Dann kann er noch hier sein oder da. Ja, gut. Tja, können wir denn sonst noch gucken? Dann können wir noch hier gucken. Oder hier unten. Da ist das schon mal. Haben wir hier vielleicht einen Schlüssel drin? Nein. Das ist jetzt uncool. Wie wir die richtig ranziehen an uns. Das sieht natürlich auch cool aus. Okay, aber kein Typi. Kein Schlüssel für uns. Geh auf! Oh Gott, wo soll ich denn jetzt einen zweiten Schlüssel herbekommen? Da kann er gar nicht sein. Wir müssen ja nur noch nach einem super Geheimraum gucken, wenn überhaupt.
Okay. Warte, da rechts kann der noch sein. Auch nicht, Entschuldigung. Dead Onion will ich nicht mitnehmen. Okay. Da auch nicht. Da haben wir wahrscheinlich schon geguckt. Auch nicht. Wo haben wir noch nicht geguckt? Da unten zum Beispiel. Keine Ahnung. Okay, das Hi, warte. Dann versuchen wir was anderes. Wir versuchen Exit Game, Continue und hoffen, dass jetzt vielleicht die irgendwas da ist. Nee. Ja. Das ist jetzt doof. Dann schau mal, wie ich das mache. Ob ich das hier noch irgendwie hinbekomme, dass ich hier rauskomme, dass ich trotzdem noch eine Winstreak von 3 dann habe. Aber ich bedanke mich dann auf jeden Fall trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal, auch von der ganzen Familie. Gott, die sind ja, das sind richtig viele. Alter. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. So, da bin ich nochmal wiedergekommen. Und zwar, das ist immer noch derselbe One. Ich habe rumprobiert. Ich wollte eine andere Mod nochmal installieren. Und habe gehofft, dass da dann irgendwie ein Boss erscheint oder so. Aber wenn ich das mit einer anderen Mod gespielt habe, dann ist mir das Spiel andauernd abgekackt. Erstens, also einmal mit der Savior-Mod und einmal mit normal Isaac. Aber ich habe dann nochmal geguckt und habe dann doch noch den super Geheimraum gefunden. Der war nämlich im Stachelraum drin. Und was haben wir da? Den zweiten Schlüssel. Geil, oder? Das heißt, wir können den One doch noch erfolgreich zu Ende bringen. Da ist zum Glück auch noch eine Falltür. Hätte ja auch sein können, dass da keine Falltür ist. Aber jetzt haben wir beide Schlüssel und können aus diesem Grund zum Mega-Satan gehen. Schöne Sache. Das machen wir natürlich auch. Wir hätten vielleicht die Leben da mitnehmen sollen, aber und dann bringen wir das jetzt hier nochmal grandios zu Ende. Vielleicht hätte ich nicht gegen den Mega-Satan kämpfen sollen, sondern lieber gegen den normalen Boss, damit ich noch irgendwas freischalte, aber bevor der gleich wieder nicht da ist. Au. Kann auch sein, dass ich jetzt wieder draußen bin, weil das hat mich eben ein bisschen Zeit gekostet, zu überlegen, was ich denn machen könnte. Damit ich den Mann doch nochmal zu Ende bringen kann. Denn wir wollen ja irgendwann mal eine Windspec von über 4 haben, weil 4 war bisher, glaube ich, mein Maximum. Was voll wenig ist, aber gut. Was will man machen? Huch, was? Was? Hi. Okay, juhu. Juhu, ja! Ach, der Gegner ist schön. Ich mag den Gegner. Und ich mag den Mega-Satan. Vor allem, wenn er so einen riesigen Strahl macht. Meiner ist auch cool. Okay, der hat ganz schön viel Leben. Der hat noch mehr Leben. Tja. Da hat der Flügelmann gewonnen. Oh, wir sind Gabi und der Flügelmensch. Der Fliegenmensch. Flügelmensch. Das Gute ist, wir haben diese Shielded Tears. Das heißt, uns trifft sowieso gar nichts. Weil wir die ganzen Tränen einfach abfangen. Solange er kein Brimstone macht, kann er uns gar nicht treffen.
Er fängt an zu bröckeln. Gleich ist er tot. Nur noch ein bisschen. 1, 2, 3. Sehr schön. Haben wir unsere Winstack von 3 wenigstens. Okay, das war dann Gitchen. Gitchen, komischer Name. Und dann, wir haben leider keinen anderen freigeschalten. Wir sollten mal versuchen, vielleicht noch hier ein paar Sachen freizuschalten. Wie zum Beispiel Bridget oder Destiny. Destiny klingt auch ganz cool. Aber dann würden wir morgen wahrscheinlich The Blind spielen oder The Mask. Aber ich glaube, The Ma... Oh, warte. The Blind? Okay, The Blind ist aber nicht so wie The Lost. The Lost müssen wir auch noch freischalten. Das kann ja was werden. Das kann ja blöd werden. Ich glaube, das mache ich auf Stream. Und The Mask ist dann Eden. Also die beiden haben wir noch zur Verfügung. Und sonst können wir noch die beiden anderen hier freischalten. Und ja, ich habe ja schon gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, bla bla. Und von daher, bis zum nächsten Mal und nochmal tschüss.